Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech on Mars. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir heute Dienstag. Also heute der Tag, an dem ihr die Folge sehen könnt. Wir hatten das Problem, dass wir gestorben sind. Und ja, nachdem wir da so ein bisschen Blödsinn gemacht haben, nämlich einfach die Tür aufgemacht haben, und dann gab es eine Dekompression und die hat uns trotz Raumanzug umgebracht. So, genau. Wir sagen jetzt hier auch 0,3. Jawohl. So, es sind 100%. Jawohl, wir haben es geschafft. So. Genau, da hatten wir schon mal die ersten reingesetzt. Ups, falsch. Wir müssen haben einen Kanister mit Wasser, damit unsere Blümchen Wasser haben. Ja, das Problem wisst ihr, da brauchen wir so zusätzlich noch einen Anschluss. Für Carbon. Dieser Anschluss ist dann nur noch für Stickstoff, also Nitrogen. Die Tür ist zu, das sollte jetzt also ohne Probleme gehen. Hoffe ich. Also außen zeigt er auf jeden Fall schon mal rot an. Jawohl, auch das funktioniert. So, wir gucken hier nochmal. Alles gut. Das einzige eben Carbondioxid, also Kohlendioxid. Da brauchen wir noch so ein Teil. Aber wir brauchen an dem dann ja sowieso zwei solche Teile. Und die werden wir dann auf beiden Seiten vom Kanal machen und dann passt das schon. Nein, Quatsch, eins. Ne, in dem Fall sollten wir die vielleicht nach unten machen. Genau. Anstelle vom Boden. Weil wir wollen ja nach oben hin nach Möglichkeit alles abgeschirmt haben. So, Tür zu. Gut. Druckausgleich. Suche gerade was. Moment. Ach, komm her, ja. Ich habe hier einen Notizblock. Ich will mir ein paar Notizen machen. Nicht, dass ich immer alles zehnmal erzähle. So. Gut, ja, Tür auf.
Tür zu. Auch ich muss das machen. Auch wenn ich hier alleine spiele. Ich sollte mir das direkt angewöhnen, sonst haben wir nämlich nächstes Mal ein Problem, wenn wir zusammenspielen hier als im Multiplayer. Hat das gesehen? Wenn ich dagegen komme? Dann mit einmal fallen die Schläuche runter. Vorher stehen die alle hoch in der Luft, da hinten auch. Der da zum Beispiel, das Kabel. Kabel oder Schlauch, weiß ich nicht. Aber, ja, Schlauch. Steht da lang hoch. Kommt man gegen, dann legen sie sich in den normalen Zustand. Aber das ist, wie gesagt, nicht vom Spiel, sondern das ist, ist eine Mod. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir den Tunnel bauen. Outpost, nicht Outpost. So, und ja, einen können wir da auf jeden Fall bauen. Ich bin am überlegen, ob wir nicht den zweiten dann hier noch so einen Holder bauen, wenn es dann mal eilig ist, dass wir dann da drin wenigstens die Möglichkeit haben, noch was aufzuhängen. Weiß ich nicht, oder? Nee, wir machen noch so einen. Nee, Quatsch. So einen war schon richtig. Also Aluminium und Eisen brauchen wir mal wieder. Was habe ich jetzt hier in der Hand? Eisen. Das dürfte dann der Kanister sein. So, der ist voll. So, dann holen wir uns das Teil. So, ich laufe da jetzt einfach mal so rum, dass ich jetzt vorsichtig darüber gehe. Da ist ja noch einiges im Wege jetzt hier. So, jetzt wollen wir Aluminium. Auch mal eben voll. Ja, haben immer noch über 2000. So. Und den zweiten oder ja, zweiten Teil von dem Durchgangstunnel. Den genau. So, und als nächstes brauchen wir dann das. Oh, dafür reicht sogar noch. Wow.
Na komm her hier, kleiner Feigling. Oh, wieder so. So, da ist der Durchgang. Genau, das Teil. Und dann holen wir in der Zwischenzeit schon mal Eisen, denn das werden wir definitiv noch brauchen. Was wir jetzt viel brauchen, um den Raum fertig zu kriegen, ist ganz einfach Plastik. Das, was uns so viele Probleme bereitet, das müssen wir dann erstmal herstellen. So, aber ich werde jetzt erstmal kurz beigehen und das so ein bisschen freiräumen hier. Da ist zwar nicht viel frei zu räumen, aber... So. Das. Das. Gut. Wo wir das dann hinterher lassen, weiß ich noch nicht. So einen echten Recycler gibt es ja leider noch nicht. So. Jetzt brauchen wir so ein Gestell. Das ist ja der Boden. Hier, so ein Ding brauchen wir. Aluminium und Eisen. Erstmal Aluminium. Aber ich meine, dass ich irgendwas gesagt hatte letzte Mal, dass falls wir hier noch länger spielen, dass ich die Leitungen darüber lege. Ich kann mich da so vage dran erinnern. Ja, und wenn ich das gesagt habe, dann machen wir das auch, ne? Sprich, bevor wir jetzt hier anfangen, Plastik herzustellen, was ja schon langwierig genug ist,
Wollen wir erstmal beigehen. Und so ein bisschen hier den Nachschub automatisieren, dass wir nicht ganz so viel laufen müssen. Gut. So, dafür brauchen wir jetzt eine normale Platte, die drauf kommt. Und an diese normale Platte, die drauf kommt, setzen wir dann seitlich noch mal ein bisschen was hin, damit es länger wird. Argon. Das kommt hier erstmal weg. So. Siliziumoxid. Und wo ist jetzt unser Siliziumoxid hin? Ich meine unser Argon hin. Da. So. Dann machen wir das mal der Reihe nach, so wie die Tanks stehen. Das heißt, der erste wird Silizium. Schwupp und weg damit. Den daran und den Schlauch mal ein bisschen herziehen und den auch mal ein bisschen herziehen und da haben wir das Ende. Noch nicht so ganz richtig erwischt, aber so, und hier können wir dann so ein kleines Ding hinsetzen. Davon brauchen wir dann erstmal ein paar. Und von den 150 Liter brauchen wir dann auch noch ein paar. Maschinenressourcen. Da können wir mal einen von bauen.
So, wir haben in den Tanks, also das, was wir brauchen, Silizium, Eisen, Aluminium und dieses Oxid da, wie heißt es? Magnesiumoxid, genau. Ich wusste es. Dann legen wir das mal hierher. Genau, da bleibt es liegen, weil da genug Kabel im Weg oder Schläuche im Weg sind. Ja, da rollt es dann nicht so direkt drüber. Das. Da haben wir die ersten drei schon mal. Was haben wir denn? Achso, ja, wir brauchen jetzt erstmal genauso drei von den kleinen. Die hier. Und jetzt fehlt uns Eisen. Und jetzt tritt das aber direkt in Kraft, dass ich ihn nicht mehr schleppe. Das heißt, der hier kommt jetzt auf Eisen. Und dann legen wir erstmal vom Eisen den Schlauch. Holen wir uns auch die Kabeltrommel hier, brauchen wir zwei. Gut, aber das war's wieder mit dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.